R-E-W-I-N-S-I-D-E. The single ladies, the single ladies. Yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Entschuldigen Sie. Hi, Dr. Love. Hallo. Sind Sie schon da? Natürlich. Schön, dass Sie sich hier in meinem Wartezimmer bzw. Arztzimmer bereits eingefunden haben. Ja. Denn wir möchten natürlich heute herausfinden, ob es auch für Sie oder für mich oder für viele andere auf dieser Welt den perfekten Partner gibt. Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar, für die Leute, die vielleicht über 14 sind, kennt ihr vielleicht eventuell noch die Jamba-Werbung von damals, wo es immer hieß: Gib jetzt deinen Namen im Liebestest ein und den deines Schwarms und erfahre jetzt, wie unglaublich gut ihr zusammenpasst. Ihr erinnert euch vielleicht noch, du erinnerst dich? Ich erinnere mich safe. Als wäre es gestern gewesen, Leute. Wir werden heute mit ausgeklügelsten Algorithmen feststellen, ob eventuelle Personen gut zusammenpassen. Der Test ist sogar bestätigt von der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Super, super, es stimmt alles. Dr. Koban, ja, der Rest ist zensiert, Leute, aufgrund der Persönlichkeitsrechte. Dr. Koban, Professor Dr. Koban von Medizin, der Gottfried Wilhelm Leibniz Doktor, Universität in Psychologie, Hannover hat Doktor, bestätigt. Zahnmedizin, Doktor Pneumologie. Hat bestätigt, dass dieser Test tatsächlich funktioniert, Leute. Ich denke mal, dass dieser ausgeklügelte Algorithmus, der anhand eines Namens, einer leichten DNA-Probe und einfach so, wie er Lust hat, entscheiden die kann. Die habe ich schon alles. Leute, ich würde sagen, wir beginnen. Ich möchte vorab sagen, Leute, dass das jetzt eventuell für einzelne Leute, die sich jetzt hier selber diesem Liebestest wiederfinden, die Zukunft bedeuten kann. Denn sollte die Wahrscheinlichkeit bei über 70% liegen, seid ihr füreinander bestimmt und ihr müsst es auch durchziehen. Sollte ich jetzt herausstellen, dass zum Beispiel Bibi und Julia nicht zusammenpassen, unendlich sofort Schluss machen. Schlaus. Genau, Schlaus. Ende, Ende. Geht nicht mehr. Okay, Jody. Ja. Beginnen wir mit Sebastian und Jody und schauen mal, was Liebestest Nummer 1 also sagt, okay? Ich würde sagen, schon schlecht. Schon schlecht? Wir schauen mal. Wir lassen ihn mal berechnen. Okay, der Liebestester ist fertig. Wir können das Ergebnis nun anzeigen. Und es sind 75,83%. Also haben wir perfekt. Versuchen wir das ganz kurz nochmal hier mit Sebastian und Joel. Wir müssen natürlich immer doppelt abgleichen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn es könnte sein, dass eventuell nicht beide Liebestests übereinander miteinander stimmen. Ich habe keinen Logo. Übereinander stimmen. Gut, hier. Schauen wir mal. 23%. Ah, aber auch in der Wert geringer, aber heißt das nicht, dass in eurem Liebesglück etwas im Wege steht. Sie kommen es auf die Vorne, sondern auf die Menschen zusammenpassen. Der Test sagt eigentlich, der Test ist scheiße. Der widerspricht sich einfach mal komplett selber. Also Jody, bilden wir den Zwischenwert, 80%, das passt. Ich bin Doktor. Ich bin Doktor. Addieren müssen wir das. Also sind wir ungefähr bei 100% fast. 99%, super, perfekt. Okay, gehen wir weiter mit dem Vornamen von Julian und Bibi. Eine Sache, die ihrer Bianca. Bianca. Okay. So, schauen wir mal, Leute, wie es da aussieht. Ich bin gespannt. 75%. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wir gucken mal ganz kurz, wie das hier aussieht, Leute. Wir nehmen mal wieder Julian. Ich bin jetzt an der Stelle mal Julian. Und Bianca ist mein Schwarm, ne? Man kennt das. So, Bianca. Und wir zeigen uns das Ergebnis einmal an. Ah, 9%. Da muss ich natürlich jetzt als führender Wissenschaftler sagen, dass ich diesem Test deutlich mehr vertraue als dem anderen. Der erste war schon, der erste, hat das ja gesehen bei uns. Bei uns, der zweite lag komplett falsch. Dementsprechend, Leute, muss ich hier ganz ehrlich sagen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 9,89%, lieber Julian, liebe Bibi, sollte das mit euch noch wirklich weiterlaufen. Ihr müsst jetzt leider Schlaus machen. Ihr müsst Schlaus machen, ihr müsst direkt Schlaus machen. Schlaus. Also macht Schlaus miteinander, das gibt keinen mehr, das gibt keinen mehr. Schreibt es in die Kommentare, Leute, die müssen Schlaus machen. Macht Schlaus. Also, versuchen wir es mal mit Luca und Kelly. Interessante Kombination. Schauen wir mal ganz kurz, wie es da aussieht. Ah, ah nicht 40%, so. Das klappt nicht ganz, aber wir können das Ganze jetzt nochmal bestätigen lassen hier von der anderen Seite. Ah, die ist aber, ja, da ist ein bisschen schwieriger, vielleicht da, hier, ah, ja, 45%. Ja, das passt nicht, das passt nicht. Nee. Sollen wir vielleicht mal Luca und Max versuchen, vielleicht funktioniert das ja eher. Können wir mal ganz kurz gucken. Ah, 52%. Besser. Es geht schon in die richtige Richtung, aber ich glaube, Maxi, ja moin, man kennt ihn, oder? Maxi, Alter. So, und hier haben wir 34%. Es gibt auch keinen. Ja, es gibt auch keinen. Naja, es sind gute Freunde, mehr ist da nicht hinter. Genau, Jody, von wem wolltest du denn schon immer mal wissen? Ich würde. Und Dr. Love bestätigen lassen, wer gut zusammenpasst oder wer nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal Dagi und Eugen, weil Dagi hat sich jetzt ihr Hochzeitskleid ausgesucht. Mara.
und Eugen. Wird spannend. Das klingt aber schon, als wäre es perfekt zu sein. Dagmara Eugen, das ist ein schöner Dagmar Eugen. Das könnte ein Wort sein. Dagmar Eugen, weißt du? Das ist sehr schön. Okay. 70% vom guten Test schon mal bestätigt. Lassen wir es nochmal vom schlechten Test bestätigen. Dagmara und Eugen. Schauen wir mal ganz kurz, Leute. 84%. Das ist eine Traumbeziehung, die man sich anders hätte nicht vorstellen können. Da muss ich als Dr. Love erklären, Leute. Ich habe die beiden jetzt schon mehrfach zusammen gesehen und ich sehe da auf jeden Fall, dass das Ganze funktioniert. Da blüht den beiden eine rosige und schöne Zukunft. Und ich denke mal, ich als Dr. Love werde auch hoffentlich auf die Hochzeit eingeladen, weil ich habe extrem Bock auf Kuchen. Jodi, was wolltest du auch schon mal wissen? Was ist mit Felix und Izzy? Kati. Izzy. Kati. Kati. So, ne? Okay, schauen wir mal ganz kurz. Vielleicht können wir dann noch Dena kurz rüberrufen, ihm direkt Bescheid geben, dass das so nicht funktioniert. Ne? Oder funktioniert sehr gut. Oder es funktioniert sehr gut. Ich glaube, der Liebestest ist gerade ein bisschen überfordert. Er lädt immer weiter, Leute, wir haben den Liebestest gecrashed. Wir haben die unglaublichen Variablen Felix und Kati eingefügt, die jeden Liebestest zusammenbrechen lassen. Okay. Felix. Versuchen wir es hier nochmal. Was steht hier? Ach, 54%. Ich hole ihn mal ganz kurz rüber. Warte. Ja, aber der andere muss noch laden. Ich hole ihn mal ganz kurz rüber. Ich mach den noch mal neu. Felix, kannst du mal ganz kurz kommen? Das ist echt wichtig. Wir haben hier einen kleinen Notfall. Komm in mein Arztzimmer rein. Felix, pass auf. Ich habe nun Folgendes gemacht. Ich bin Dr. Love, okay, man kennt mich. Führender Liebesforscher, Sexualtherapeut und auch einfach extrem gut aussehend und schön. Wir machen gerade den Liebestest und schauen, wie gut wer zusammenpasst, ja? Und bei euch stehen 54%, Felix. 70 ist das Minimum. 70 ist das Minimum für eine gute Beziehung. Daniel Eugen bei 70%, Joel und ich bei 70%, ja? Felix. Wer hat bei 20 gewonnen? Hast du es gesehen, das Video? Ja. Hast du gewonnen? Echt jetzt? Was haben die Können gewonnen? Wir dem Expertenteam von TwinTV trauen? Die haben so eine Abstimmung gemacht, wer die schönsten YouTuber sind. Oder die schönsten YouTuber-Paare, ne? Alles, ja. Ich muss jetzt erstmal kurz auseruieren, Felix, dieses Testergebnis, was wir da haben, ja? Kommt das ungefähr dem Ganzen nahe oder ist das fernab der Realität? Ich muss es nochmal genau lesen. Der Vorname.com-Namen-Liebestest hat die Namen Felix und Kati ausgewertet, laut unserem aktuellen Vornamen. Ja, aber ich heiße ja gar nicht Felix. Ist ja nur mein Fake-Name fürs Internet. Ach so. Ja, stimmt. Warte, dann versuchen wir das mal. Moment. Versuchen wir mal ganz kurz, wie das aussieht. Perfekt. Perfekt. Alles klar. Sehr gut, Josef Masko. Felix. Das ist aber nicht sein, ne? Nee, klar. Also, gut, Leute. Machen wir weiter und schauen mal, wie es aussieht bei Freddy und Patrick. Das ist natürlich eine Sache, die schon alle Leute unbedingt mal wissen wollen. Freddy mit vor allem. Ferdi heißt der eigentlich. Ferdi. E-R-D-Y. Du weißt, dass ich bin die Schwester. Okay, also. E-R-D-Y. Ferdi. Okay, schauen wir mal ganz kurz. 84% bei den beiden. Da wünsche ich den beiden auf jeden Fall eine rosige Zukunft. Die andere Seite ist komplett abgestürzt, nachdem wir Felix und Kati getestet haben. Ja, da ist sie wieder. Ah, da ist sie wieder. Sehr schön. Wir haben den Algorithmus erfolgreich wiederhergestellt. Schauen wir mal ganz kurz hier nach Ferdi. Ne? Patrick, schauen wir mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Und das Ergebnis lautet 40%. Würden wir den Koeffizienten 120%. Super. Perfekt. Also es geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Es klappt. Wie wär's denn jetzt mal mit hier Benny und Dennis? Wenn die jetzt schon uns judgen als YouTuber, dann müssen wir die... Gut, das sind halt Zwillinge, also ich hoffe nicht, dass das miteinander passt das, jetzt, also weil ich wenn glaub, doch dann... 100%, 13, gut, aber sind halt Zwillinge, ne? Ich kann es hier nochmal versuchen, aber ich hoffe mal, dass das nicht aufgeht. 85%. 65. Gibt keinen. Wer ist denn mal mit Tanzverbot? Und Unge. Interessante Theorie, schauen wir mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Tanzverbot und Unge passen zu... Mhm, okay. Der andere, was sagt der andere? Okay. 23%. Ja, das war schon... Das gibt gar keinen. Versuchen es mal ganz kurz mit Concrafter, ja? Und Bibis Beauty Palace. Denn Leute, nicht nur der Vorname ist relevant, sondern auch natürlich der YouTube-Name. Ja, ja. Denn dieser Algorithmus berechnet das komplett. Ich bin Arzt, ich weiß das. Liebestest starten, 54%. Interessant. Ja, da könnten eventuell schon die Nippel ein- oder zweimal steif geworden sein. Was sagt der andere, der echte Test? Schauen wir mal ganz kurz. 88%. Das sieht extrem gut für euch beide aus. Und da wir eben schon mitbekommen, dass es mit Julian eventuell ein wenig schwierig sein könnte, ist eventuell hier schon der Ansatz zu sagen, man geht vielleicht was Neues ein. Ja? Gut, es gab in der Zwischenzeit sicherlich die ein oder andere Spannung, die es da zu überbrücken gilt. Aber ich als Dr. Love kann nur Folgendes sagen heute. Setzt euch einfach mal hin, trinkt alle eine Flasche Wein oder 4 oder 5 und dann läuft das schon. Also nicht ihr, sondern nur die beiden, weil ihr seid unter 18, ihr dürft das nicht. Ja, Dr. Love verbietet das. Sind, dann sollen es auch nicht machen. Dann macht es auch nicht, weil Alkohol so viel Wein ist scheiße. Nicht gut. Wie gut passt Logan Paul mit einem Dead Body zusammen? Logan Paul. Leiche. Schauen wir mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Ja, 33%. Ja. Nicht ganz so stark. Man hat auch, also der Test sagte auf jeden Fall genau das, was auch damals das Internet gesagt hat. Attraction ist schon da. Man merkt schon, dass da die Anziehung von ihm besteht, aber der Großteil der Leute sagt, hast du eigentlich einen an der Waffe? Ja. So. Was natürlich auch noch ganz interessant ist, meine Freunde, ist eine Sache, die alle schon längst wissen wollten. Ich muss jetzt einfach machen. Brevi und Rotpilz, wie sieht es da aus?
30% Leute, so. Dann gehen wir hier nochmal hin und machen mal Sebastian und Felix, ja, Hardy, damit der ganz damit genau, damit der nicht, damit der nicht da hinten denkt, der könnte hier irgendwie, so, 37%, schade, Leute, das funktioniert wohl nicht. Naja, schauen wir mal, wie sich Rewe so entwickelt. Das war's von Dr. Love. Kauft auf jeden Fall meine App, drlove.org, gibt's, warte mal, drlove.org. Ja. Ja, geht nicht auf die Seite drauf, weil das sind irgendwelche Domain erwerben. Oh, für 900 US-Dollar. Kann mir die jemand kaufen, Leute? Ich möchte gerne eine eigene Liebespraxis aufmachen im Internet. Ich bin der geilste. Geilste Arzt. Geilste. Leute, das war's für dieses wunderschöne Video. Schaut auf jeden Fall bei Jordi vorbei. Nehmt das nicht alles zu ernst. Es ist nur ein blöder Algorithmus. Ich glaube, ich musste. Ich meine, das ist hochwissenschaftlich recherchiert. Nehmt das ganz ernst, Leute. Das sind Werte, die ich hier vermittle, die auf mathematischen Berechnungen beruhen und auf meiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Liebesmedizin. Leute. Schreibt in die Kommentare, wen wir noch testen sollen. Und das war's von diesem Video. Dr. Love ist damit raus. Und meine Bereizende. Tschüss.